Schaltet sind, leider funktioniert der Facebook, der YouTube-Kanal nicht. Wir können nur derzeit über Livestream und über Facebook gehen und über Telefon. Aber diejenigen, die uns hören, die möchte ich recht herzlich begrüßen. Im Nachhinein wird natürlich diese Bibelstunde auch dann bei YouTube eingestellt. Ja, wir haben vor einigen Wochen eine neue Themeneinheit beschlossen, nämlich die Apostelgeschichte. Und da ist heute die erste Stunde. Und die wird davon halten, wie die erste Gemeinde begonnen hat und begonnen ist, eben nach Zeugnis der Bibel. Ich möchte starten mit einer Andacht aus Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 8. Da lesen wir, die nun zusammengekommen waren, fragten Jesus und sprachen, Herr, willst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Amen. Wir wollen kurz still werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dich jetzt bitten, Herr, dass du diese Andacht segnen wollest, die ganze Bibelstunde, die ganze Bibelstundeneinheit, Herr, dass wir aus deinem Wort lernen, wie es damals losgegangen ist mit der ersten Gemeinde, aber wie das dann auch weitergegangen ist mit Petrus, mit Paulus, mit den anderen Aposteln, Herr. Wir wollen dich bitten, dass wir viel Gewinn aus dieser Bibelstunde und dieser Bibelstundeneinheit mitnehmen. Ich möchte auch bitten, Herr, dass du Gelingen schenkst, dass das jetzt mit dem YouTube-Kanal wieder funktioniert, Herr, dass die Geschwister dich hören können. Wir befehlen uns dir an, hoffen auf dich. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, die Aussendung der Jünger, der Beginn der Gemeinde, und habe drei Punkte mitgebracht. Erstens die Aussendung des Heiligen Geistes, zweitens die Aussendung zum Zeugendienst und drittens die Aussendung in die ganze Welt. Der Beginn der Gemeinde. Der Beginn der Gemeinde startet damit, dass Jesus zunächst einmal kurz vor seiner Himmelfahrt verheißt, dass er seinen Heiligen Geist aussenden wird. Damit startet die Apostelgeschichte in ihrem Zeugnis und damit startet auch die ganze Zeit der Gemeinde mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir haben ja heute am 27.05. noch 4 Tage, dann ist Pfingsten, wo wir in Sonderheit als Christenheit daran denken, was eben mit der Ausgießung des Heiligen Geistes passiert ist. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes ist eben ein Wendepunkt in der Geschichte. Nachdem Gott Mensch wurde, in diese Welt gekommen ist, nachdem er sich in Kreuz und Auferstehung final offenbart hatte, ist er dann gen Himmel gefahren, hat dann aber kollektiv seinen Geist ausgegossen. Im Alten Bund ist es immer wieder selektiv gewesen, dass einzelne Personen, Könige, Propheten den Geist bekommen haben. Aber dann zu Pfingsten passiert es eben, wovon Apostelgeschichte 2 besteht, dass der Geist ausgegeben wird. Zunächst auf einige wenige Tausende, aber dann auf immer und immer mehr. Und die Apostelgeschichte ist im Prinzip die Geschichte davon, wie diese Ausgießung und Aussendung des Heiligen Geistes immer weiteren Raum findet. Zunächst in Judäa halt nicht, dann in den angrenzenden Gebieten halt, dann im Mittelmeerraum eine fantastische Geschichte, wie eben der Geist ausgegangen ist. Und das ist ganz wichtig, das ist das Zentrale, dass dieser Heilige Geist, Gott selber, dass er die Grundlage all dessen ist, was in und an der Gemeinde Jesu passiert. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen wollen oder würden und würden an alle Stellen in der Apostelgeschichte gelb markieren, wo der Heilige Geist steht in der Bibel, da würden Sie einige Seiten in Ihrer Bibel haben, die hell erleuchtet sind, nämlich die Apostelgeschichte. Das ist die Geschichte der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich komme gleich im zweiten und dritten Punkt dann zum Zeugendienst und zum Zeugendienst in der ganzen Welt. Aber Grundlage dieses Zeugendienstes, der Aussendung der Jünger ist, dass eben zunächst einmal der Geist Gottes auf die Menschen gekommen ist. Das ist das Entscheidende halt. Und das ist der Beginn der Gemeinde Jesu, dass eben der lebendige Gott seinen Geist kollektiv auf die Menschen gegeben hat. Und hier, ganz zu Beginn der Apostelgeschichte, wird das angekündigt, dass das eben passiert. Ein zweites, die Aussendung zum Zeugendienst. Jesus sagt hier, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Jünger werden ausgesandt, Zeugen zu sein, Zeugen von Jesus Christus. Wer den Heiligen Geist hat, der wird zum Zeugen von Jesus Christus. Der kann gar nicht mehr anders, als eben diesen Jesus bekennen und von ihm Zeugnis ablegen. Zeuge sein heißt, in dieser Welt sich hinstellen und davon erzählen, was in
Kreuz und Auferstehung als der finalen Offenbarung Gottes passiert ist, dass darin die frohe Botschaft, das Evangelium, geschieht. Und dazu werden Jünger ausgesandt. Jünger sind nicht dazu ausgesandt worden, viel Geld einzusammeln, große Kirchen zu bauen, diakonische Anstalten aufzubauen, all diese Dinge, die auch mit Gemeinde zu tun haben und die sehr wichtig sind. Nein, das Primäre und Wichtigste ist der Zeugendienst, davon zu erzählen, bezeugen, was Jesus Christus, was Gott in Jesus Christus für diese Welt getan hat. Und das Wort, das hier steht im griechischen Urtext für Zeuge, heißt Martyros. Das heißt, das Märtyrer sein. Das heißt, das Zeugnis nicht nur so ein bisschen ablegen, so ein bisschen leise verschmäht, sondern immer wieder laut rausrufen in diese Welt, Zeuge sein, in Kauf nehmend, dass es dann Widerstände gibt und dass man zum Märtyrer wird, zum Zeugen, der eben auch angegriffen wird, bis hin, dass es das Blut kosten wird. Und die Männer, denen Jesus hier das sagt, dass sie seine Zeugen sein sollen, sind zum größten Teil auch den Märtyrertod gestorben. Und dieses Martyros steckt eben darin, dieser Zeugendienst, der führt eben sehr schnell zum Konflikt mit dieser Welt, wenn man ihn eben die frohe Botschaft bezeugt. Aber dazu sind die Jünger ausgesandt, Zeugen zu sein in dieser Welt. Und ein drittes, die Aussendung in die ganze Welt. Nicht nur nach Jerusalem, nicht nur nach Judäa und Samarien, sondern bis an das Ende der Erde. In der Apostelgeschichte gelingt das noch nicht ganz. Wenn wir in 2 Monaten mit der Apostelgeschichte durch sind, das Kapitel 28 erreicht haben, dann werden wir sehen, dass da zumindest nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte so mehr oder weniger der Mittelmeerraum erreicht ist. Aber damals, vor 1900 Jahren, da war noch nicht die ganze Welt erreicht. Deshalb geht die Apostelgeschichte auch weiter. Die Aussendung seiner Jünger, die geht weiter über das hinaus, was eben in der Apostelgeschichte gesprochen wird, sondern die reicht eben bis zum heutigen Tag, wo wir versuchen, alle Menschen in allen Ländern, in allen Sprachen mit der herrlichen Botschaft zu erreichen. Und das tun wir heute, weil damals Jesus Christus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Und zwar in eurem Umfeld, überall in dieser Welt, bis ans Ende dieser Welt. Und wenn wir jetzt diese Bibelstunde bestreiten, so ist das letztlich auch nichts anderes als die Weiterführung dieser Aussendung der Jünger. Auch wir wollen mit dieser Bibelstundeneinheit eben nicht nur biblische Inhalte nahebringen, sondern vor allen Dingen auch bezeugen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er seinen Geist gegeben hat und dass wer immer diesen Geist bekommt und im Glauben annimmt, dass er zu Jesus gehört. Die Aussendung der Jünger, der Beginn der Gemeinde, die Aussendung des Heiligen Geistes, die Aussendung zum Zeugendienst und die Aussendung in die ganze Welt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, bitte schenke es einfach, dass wir diesem Auftrag nachleben, dass wir deine Zeugen sind, dass wir da, wo wir stehen, dein Evangelium bezeugen, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, und dass wir wirklich versuchen, überall, in alle Winkel, in alle Ecken dieser Welt, dein Evangelium zu bringen, Herr. Amen. Wir wollen gemeinsam das Lied 214 singen. Liebster Jesu, wir sind hier. Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von der Erde ganz zu dir gezogen werden. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfülle. Gutes Denken, Tun und Dichten muss
was du selbst in uns verrichten. Nur du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren. Mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren. Unser Bitten flehen und singen, lass Herr Jesu wohl gelingen. Ja, bevor wir gleich mit der Beginn der Gemeinde uns beschäftigen wollen, mit dem Beginn der Gemeinde beschäftigen wollen, möchte ich kurz etwas sagen zur Konzeption dieser Bibelstundeneinheit. Ich habe sie auf 8 Stunden angelegt. Man hätte sie auf 10, 12, 16 oder auch 20 Stunden anlegen können. Aber damit das ein Stück weit überschaubar bleibt, 8 Stunden. Wie gesagt, heute 1. Stunde Beginn der Gemeinde, 2. Stunde Beginn der Diakonie, 3. Stunde der Apostel Petrus, 4. Stunde der Apostel Paulus, 5. Stunde die Missionsreisen, 6. Stunde das Apostelkonzil, 7. Stunde die Gefangenschaft und Gefangenenreise und 8. Stunde der Romaufenthalt. Das, wie gesagt, die Planung. Übrigens, Sie können gerne die Skripte jeweils bekommen. Es sind immer so 2 DIN A4 Seiten pro Stunde etwa. Und wenn Sie die haben möchten, können Sie sich gerne ans Gemeindebüro wenden. Frau Gessler sendet Ihnen die zu. Das ist die Konzeption der Bibelstundeneinheit. Und noch eine zweite Geschichte möchte ich vorweg schicken, bevor ich dann wirklich zur Gemeinde Jesu komme, zu ihrem Beginn und was sie alles braucht. Ich möchte einige Einleitungsfragen kurz nochmal umreißen. Einleitungsfragen, so nennen wir das in der Theologie, das sind so die generellen Dinge, die geklärt werden müssen. Wer schreibt hier eigentlich an wen? Wann ist das passiert? Worum geht es hier ganz grob? Das nennt man so die Einleitungsfragen in der Theologie. Wer schreibt hier eigentlich diese Apostelgeschichte? Nun, das ist der Lukas. Wir finden ihn selber nicht in den Originalhandschriften halt, aber schon in der frühesten Kirche ist sowohl das Evangelium, das dritte, wie aber auch eben die Apostelgeschichte dem Lukas zugeschrieben. Da gibt es auch keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln. Und dieser Lukas, der ist auch identifizierbar. Er wird immer wieder auch in den Briefen halt erwähnt. Auch in der Apostelgeschichte, obwohl er sich selber nicht nennt, gibt es Stellen, wo er dann in der ersten Person Plural, also wir fuhren dann los halt, spricht. Das heißt, er ist ganz nahe Zeuge an vielem Geschehen, gerade in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte, was den Apostel Paulus angeht. Der Lukas ist Arzt gewesen und er schreibt ein Griechisch, das vermutlich tatsächlich im heidnischen Bereich entstanden ist halt. Also er ist anders als beispielsweise Paulus, der hebräischen Hintergrund hat, oder Matthäus als Evangelist, der auch tatsächlich stärker in der judenchristlichen Gemeinde gewesen ist, stärker heidenchristlich geprägt. Er weist zumindest in seinen Berichten nicht sehr stark auf biblische Überlieferung des Alten Testamentes hin, kennt sie nicht so gut wie Matthäus und ist da vermutlich eben stärker im Heidenchristentum zu Hause. Also nicht, und das ist natürlich jetzt Spekulation, aber die eben eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, eben nicht wie Matthäus jemand, der einen jüdischen Hintergrund hat. Von der Art her gilt er als der Evangelist, der Historiker. Also er datiert sehr vieles und bringt vieles auch in den Überlieferungen, auch im Evangelium, immer wieder auch mit zeitgenössischen Dingen in Verbindung. Also denken Sie nur an die Geburtsgeschichte in Lukas 2 oder bei Johannes, bei diesen Datierungen halt. Da wird es immer wieder deutlich, dass er dort auch so die Zeitgeschichte mit im Blick hat, anders als bei Matthäus oder eben bei Johannes. Er gilt zudem vom Inhalt her als der Evangelist der Armen, der Frauen. Das sind so besondere Themen, wenn man dann so synoptische Vergleiche macht mit Johannes, mit Markus und Matthäus halt. Dann stellt man fest, das sind Themen, die ihm besonders wichtig gewesen sind. Heißt, die hat der Heilige Geist ihm besonders offenbart. Und die spielen auch in der Apostelgeschichte eine Rolle. Diese Themen tauchen auch da auf. Gerade das Thema auch Reichtum, Armut halt, aber eben auch die Bedeutung der Frauen. Dieser Lukas schreibt, und das ist das Besondere, anders als bei den anderen drei Evangelien, diese Apostelgeschichte und auch sein Evangelium an eine bestimmte Person, nämlich den Theophilus. Dieser Theophilus, über den wissen wir nicht viel. Wir können nur sagen, es ist
vermutlich jemand mit römischem Hintergrund gewesen, der im damaligen Italien gelebt hat. Das kann man daraus schlussfolgern, dass viele Beschreibungen bei der Gefangenenreise von Lukas nicht so detailliert sind, wenn über Italien die Rede ist. Also da scheint sich Theophilus auszukennen, während andere Dinge sehr, sehr detailliert beschrieben werden. Zudem wird er im Evangelium angesprochen als erlauchter Hochehrwürdiger, und das ist eine Anrede gewesen für römische Senatoren, römische Ritter. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass wir es hier mit einer hochstehenden römischen Persönlichkeit zu tun haben. Allerdings die Übersetzung dieses Namens Theophilos. Und es ist ja nicht nur so, dass dann Lukas an eben eine Person eventuell geschrieben hat, sondern dass eben Gott alles ja verbal inspiriert hat, zeigt eben auch die Übersetzung Gottes Freund. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Er schreibt dann Gottes Freund. Theos ist Gott, Philos ist der Freund. Und wenn man Christ ist, ist man ja ein Freund Gottes, dass Gott einem der Freund ist und man Freund zu Gott ist. Und dann ist man direkt da angesprochen. Das finde ich dieses ganz, ganz Charmante, dass ich dann immer für mich in Anspruch nehme, halt ja, das Evangelium Lukas und auch das die Apostelgeschichte ist für mich geschrieben, weil ich ja auch ein Theophilos bin, ein Freund von Gott und Gott mein Freund ist, und das dürfen Sie auch in Anspruch nehmen, wenn wir die Texte jetzt betrachten, dass Sie eben nicht nur an diesen Theophilos damals vor 2000 Jahren geschrieben sind, sondern eben auch an Sie, wenn Sie Gottes Freund sind. Die Zeit, in der die Apostelgeschichte abgefasst worden ist, die liegt vermutlich so zwischen 60 bis 75 nach Christus, ausgehend davon, dass bei der Gefangenenreise, bei der zweiten Missionsreise Lukas bei Paulus gewesen ist, halt, kann man das so weiterführen, dass man sagt, na, wenn er so ein gewisses Alter erreicht hat, vermutlich in diesem Zeitraum hat er dann tatsächlich dieses Buch abgefasst, aber ganz genau ist und auch können wir darüber weiter nichts sagen. Die Besonderheit des Buches, die Apostelgeschichte, die wir jetzt betrachten werden, ist ein ganz besonderes Buch. Es hat einen singulären Charakter. Also die Evangelien, die gibt es ja viermal insgesamt. Matthäus, Markus, Lukas, die sind sich sehr ähnlich. Johannes fällt ein bisschen raus, aber die sind von der Gattung gleich. Die Briefe des Paulus, auch wenn sie in unterschiedliche Gemeinden gehen, die haben ähnlichen Aufbau. Das ist vergleichbar, dieser Briefkorpus. Auch die Pastoralbriefe, die gibt es häufiger. Aber es gibt zwei Briefe, die singulär stehen. Das ist einmal die Offenbarung des Johannes und aber auch eben die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte hat eine wörtliche Überschrift, die heißt über die Taten der Apostel. Daraus ist eine Apostelgeschichte geworden, über die Taten der Apostel. Aber sie ist eben nicht nur ein Bericht über die Taten der Apostel, eines Paulus oder eines Petrus. Nein, sie ist für mich viel stärker der Report, so würde ich sagen, der frühen Kirchengeschichte. Und wenn ich auf das nochmal zurückkomme, was ich eben in der Andacht gesagt habe, ist die Apostelgeschichte für mich ein Bericht über das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, in den Handschriften ist das überschrieben über die Taten der Apostel, deshalb passt Apostelgeschichte auch sehr gut. Aber es ist von der Gattung her quasi ein Report, ein wunderbarer, wichtiger Report über die frühe und erste Kirchengeschichte. Aber es ist vor allen Dingen ein Bericht über das Wirken des Heiligen Geistes, vom ersten Kapitel an bis ganz zum Schluss, was der Heilige Geist tut und wie er eben auch weiterwirkt bis zum heutigen Tag. Das einige kurze Einleitungsfragen zur Apostelgeschichte. Jetzt aber mitten hineingesprungen in das Thema des heutigen Tages und Abends, halt die Bedeutung von Apostelgeschichte 2, 42 bis 46 für die Gemeinde Jesu. Das ist ein ganz wichtiger Text, diese fünf Verse, die wir jetzt lesen werden, die in ihrer Bedeutung für auch unsere Gemeinde heute und alle Gemeinden weltweit überhaupt nicht zu überschätzen ist. Denn hier haben wir alles drin, was Gemeinde Jesu braucht. Es wird noch vieles andere, auch in der Apostelgeschichte, natürlich in der Bibel gesagt, was für Gemeinde wichtig ist. Aber hier sind die zentralen Dinge niedergelegt, was Urgemeinde angeht und worauf es in der Gemeinde des Heilandes ankommt. Ich lese zunächst einmal diese fünf Verse. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem einer es nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Gebet, im Tempel und brachen das Brot hier und dort in Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Aus diesen fünf Versen können wir
alles ableiten, was die Gemeinde Jesu braucht. Man braucht keine, wer weiß wie, schlauen Gemeindekonzeptionen von irgendeiner Universität oder irgendwelchen amerikanischen Gemeinden, die einem dann sagen, was man alles zu machen hat, sondern es reicht die Schrift, um zu verstehen, was essentiell für die Gemeinde Jesu ist. Und dieses Essentielle lässt sich in 7 Punkten zusammenfassen. Hier ist die Urgemeinde beschrieben, die Gemeinde, aus der alles herausgewachsen ist. Es ist quasi die Kern, die Urzelle, aus der wir auch heranstanden sind. Und es ist, denke ich, unglaublich wichtig für Gemeinde Jesu, sich immer wieder auf diesen Anfang zurückzubesinnen, da zu schauen, was hatte denn die Urgemeinde, was hatte denn die erste Gemeinde und haben wir das auch? Und darin ist jedes Geheimnis für Gemeindeaufbau und funktionierende Gemeinde gelegt. Und das darf ich vorwegnehmen, wann immer diese Dinge, die ich jetzt benennen werde, missachtet werde, dann funktioniert es mit Gemeinde Jesu nicht. 7 Dinge. Das erste und wichtigste, die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Gläubigen, braucht die klare biblische Lehre. Wir lesen hier im Vers 42, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das ist das Erste, was eben hier benannt wird. Das heißt, das, was gelehrt worden ist von Petrus, von Paulus, von Johannes, darin sind sie geblieben. Damals noch nicht in verschriftlichter Form, sondern in mündlicher Tradition. Wir sprechen ja hier über das apostolische Zeitalter. Aber für uns, die wir ja die schriftliche Niederlegung ihrer Zeugnisse haben, ihrer Lehre halt, in der Bibel ebenso verbindlich in der Lehre der Apostel zu bleiben, für uns eben in der Bibel. Das ist das Erste und Wichtige, die klare biblische Lehre. Das ist keine neue Erkenntnis von mir. Das ist das, was uns auch die reformatorischen Väter ins Stammbuch geschrieben haben. Was ist die Kirche? Die Kirche ist nichts anderes als eine Creatura Verbi, ein Produkt des Wortes Gottes. Und Kirche ist nur so stark, nur so vollmächtig, so nah sie am Wort ist und in der klaren Lehre bleibt. Je weiter weg sie ist, desto schwächer wird sie. Dann kann sie noch eine gesellschaftliche Institution sein. Aber sie hört auf, Gemeinde Gottes zu sein, Gemeinde Jesu Christi zu sein, Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist zu allen Zeiten immer wieder passiert, dass Kirche, dass Gemeinden sich entfernt haben vom Wort, dass sie zum Teil noch groß und mächtig in dieser Welt waren, aber geistlich kaputt und leer gewesen sind. Aber das ist das Entscheidende, da kommt es darauf an, nicht auf die weltliche Größe, Stärke, nicht auf den Einfluss, den eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, ein Verein oder sonst irgendwas hat in einer Stadt, in einem Land. Nein, es kommt darauf an, dass Gott Vollmacht und Segen schenkt. Und das tut er nur dort, wo man klar an der Lehre der Apostel bleibt. Nicht an einer Lehre eines Bultmanns, nicht an der Lehre eines Hans Küng oder einer Dorothee Sölle oder ihrer Schüler und Nachahmer, sondern ganz knochentrocken an der Lehre der Bibel bleiben. Allein die Schrift, sola scriptura, allein die Schrift, das ist das Motto. Und so hat Luther denn auch einmal formuliert, ihm sei alles darum zu tun, dass die Lehre recht ist, wo die in Ordnung ist, da ist wiederum alles in der Gemeinde in Ordnung. Das ist ganz wichtig, an der Lehre bleiben. Deshalb ist auch so wichtig, dass wir Bibelstunde machen. Die Bibelstunde ist nach dem Gottesdienst und dem Gebetskreis die wichtigste Veranstaltung. Und ich bin immer traurig, wenn ich in Gemeinden komme, die keine Bibelstunden und auch keine Gebetskreise haben. Aber das ist so wichtig, dass die Gemeinde in klarer Lehre unterrichtet wird, in der Lehre der Apostel. Dafür mag auch diese Bibelstundeneinheit dienen. Ein zweites, was die Gemeinde Jesu braucht, die Gemeinschaft der Gläubigen, sind die Sakramente. Hier heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Es wurde zuvor von der Taufe auch erzählt, also das ist ja dieses Wort Apostelgeschichte 2,42, nachdem der Geist auf die Menschen gefallen ist, sie taufen lassen haben halt. Taufe und Abendmahl, diese beiden Sakramente, die von Jesus Christus eingesetzt sind, sind neben der klaren Lehre, also der biblischen Lehre, wichtig für die Gemeinschaft der Gläubigen. Auch das keine neue Lehre von mir. Wenn Sie einmal mögen, können Sie die Confessio Augustana nachlesen. Da heißt es in der CA 7, was ist Kennzeichen von wahrer Kirche? Erstens, dass das Evangelium reingepredigt wird und zweitens, dass die Sakramente recht verwaltet werden. Das heißt, nach dem Evangelium, nach der Bibel gespendet werden. Punkt. Nur diese beiden Punkte sind notwendig für Gemeinde, für Kirche. Das sind die, man sagt das in der Theologie, die Notae Ecclesia, die Kennzeichen der Kirche. 2 Stück nur, wahre Wortverkündigung, wahre Evangeliumsverkündigung und eben rechte Sakramentsverwaltung. Darauf kommt es an.
Das ist das Entscheidende halt. Wir brauchen keine großen Gebäude. Wir brauchen keine Pastoren mit schwarzen Mänteln oder sonst irgendetwas. Das Entscheidende ist, dass das Evangelium reingepredigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, was Gemeinde Jesu Christi braucht. Wenn jetzt natürlich jemand fragt, ja, wie wird denn Taufe richtig verwaltet? Wie läuft das denn richtig? Säuglingstaufe, Erwachsenentaufe, all diese Dinge. Wie ist das beim Abendmahl mit der Präsenz? Da kann man natürlich ringen. Das ist gar keine Frage. Und wir werden gerade auch, wenn wir über das Apostelkonzil sprechen, auch da nochmal darauf zurückkommen, wie das ist mit unterschiedlichen Lehrauffassungen, auch gerade zu den Sakramenten. Das hat es, wie gesagt, zu Apostelzeiten auch schon gegeben, dass man keine Einheit gefunden hat, eben in Fragen der Beschneidung. Und dann hat das Apostelkonzil von Gott geführt nicht das eine verworfen, das andere bestätigt, sondern hat ein Nebeneinander stehen lassen, eine ganz wichtige Entscheidung. Aber egal in welcher Form man nun Taufe feiert oder das Abendmahl, es muss gemäß der Schrift passieren halt. Das ist ganz wichtig halt. Und wenn das nicht passiert, dann fehlt Gemeinde Jesu Entscheidendes. Ein drittes, was die Gemeinde Jesu braucht, ist die Gemeinschaft untereinander. So heißt es hier, sie waren beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. In der Gemeinschaft, das Zusammenkommen. In der Theologie wird immer wieder davon gesprochen, dass Gemeinde Jesu, Theologen müssen ja alles immer dann, wer weiß wie kompliziert ausdrücken, mit Fachausdrücken, von vier Säulen getragen wird. Das erste ist die Martyria, das ist das Zeugnis, das Kerygma, das Zeugnis, also die Wortverkündigung. Das zweite ist die Diakonia, kommen wir gleich noch drauf, die tätige Nächstenliebe. Das dritte ist die Liturgia, das heißt also die Feiern des Gottesdienstes. Und das vierte ist eben die Gemeinschaft, das Miteinander Gemeinschaft haben. Das ist etwas ganz Wichtiges zu sagen, die Koinonia. Und es ist nicht möglich, dass man als Christ alleine lebt. Der Christ braucht die Gemeinde, die Gemeinschaft, dass er mit Brüdern und Schwestern zusammenkommt. Die Verheißung des Segen Gottes liegt darauf, dass Gemeinde sich bildet und als Gemeinschaft zusammenkommt. Matthäus 18,20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht, dass ich auch mit Gott alleine, wenn ich bete oder Bibel lese, Gemeinschaft haben kann, aber die besondere Nähe, die besondere Verheißung gilt eben der Versammlung von zwei oder drei, die in seinem Namen zusammenkommen. Das ist die Gemeinschaft, die hier gemeint wird. Eben nicht eine Gemeinschaft, wenn man sich irgendwie trifft, so was weiß ich, zum Kegelabend ein paar Bier miteinander trinkt oder sowas beim Grillen, sondern die Gemeinschaft im Namen Jesu Christi. Und das braucht die Gemeinde. Deshalb ist diese Corona-Zeit auch etwas ganz Furchtbares, weil uns Gemeinschaft verwehrt wird. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, also bitte, da möchte ich mich dann weit von wegbringen. Aber es ist schon etwas ganz Besonderes, und zwar Historisches gesehen, gerade auch für unser Vaterland in Deutschland, dass jetzt über Monate hinweg Versammlungen extremst eingeschränkt sind. Wir können zwar, Gott sei es gedankt, wieder mit einigen wenigen Menschen Gottesdienst feiern, aber das normale Gemeindeliegen liegt da nieder. Und das ist ein großes Problem und damit fehlt uns Entscheidendes. Und das ist ganz wichtig, dass wir darum beten, dass der Herr das schenkt, dass wir bald möglichst wieder zusammenkommen und Gemeinschaft haben. Ich bin allerdings auch dankbar, dass uns Möglichkeiten über das Internet gegeben werden, zumindest virtuell Gemeinschaft zu leben, solange denn die Dinge dann auch funktionieren, was sie hoffentlich tun, was ich noch nicht weiß. Ja, ein viertes, was die Gemeinde Jesu braucht, ist das gemeinsame Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das gemeinsame Gebet, also das ist nochmal ein Runterbrechen der Gemeinschaft, da ist große Verheißung drauf. Wir haben vor einigen Wochen hier darüber gesprochen, über die Bergpredigt und über das Vaterunser, wo dann Jesus auch sagt, wir sollen ins stille Kämmerlein gehen. Das heißt aber, dass wir eben nach draußen nicht das irgendwie zur Schau stellen wollen. Das andere, was die Bibel aber lehrt, ist die Notwendigkeit und die Wichtigkeit der Gebetsgemeinschaften. Das ist in der ersten Gemeinde schon so, dass sich immer wieder die Gemeinde trifft zur Gebetsgemeinschaft. Nicht nur hier in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4 heißt es, Vers 31, da betet die Gemeinde zusammen und da bebte die Erde. Das ist so stark, wie die Gemeinde zusammenkommt und die Erde bebt. Apostelgeschichte 12, da betet die Gemeinde zusammen um die Freilassung von Petrus und ein wunderbares Wunder geschieht, dass da ein Engel gesandt wird und Petrus auf wundersame Weise befreit wird. Apostelgeschichte 13, die Aussendung zur Mission halt, die Gemeinde betet in Antiochia halt nicht und dann spricht der Heilige Geist in besonderer Weise. Also auch davon spricht die Apostelgeschichte ganz, ganz intensiv eben um dieses gemeinsame Gebet, etwas Wichtiges und Wertvolles halt. Das gehört mit dazu und ich habe das eben schon gesagt, ich bedauere es immer wieder, wenn ich in Gemeinde komme, die keine Bibelstunde haben und die keinen Gebetskreis haben, dass das Existenzielles für das
Exes, für das Leben der Gemeinde, etwas ganz Wichtiges für die Gemeinschaft der Gläubigen. Ein fünftes, was die Gemeinde Jesu braucht, die Gemeinschaft der Gläubigen, ist die tätige Nächstenliebe. Hier heißt es im Vers 45, sie verkauften Güter und Habe, teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Das eben schon gesagt, also Diakonia, das Kerygma, die Koinonia und die Liturgia. Und die Diakonie ist eben etwas ganz Wichtiges. Wir werden in der nächsten Stunde auch sprechen über den Beginn der Diakonie. Ich darf das vorwegnehmen, als die Gemeinde sich immer weiter verfestigt, immer mehr wächst, da erleben die Apostel, dass sie neben der Wortverkündigung sich auch kümmern können um die Versorgung der Witwen, die dort in Jerusalem alle sind, und dass man sich damit beschäftigt. Man sagt, wir müssen ein weiteres Amt einführen, nämlich Diakone, die sich um das Diakonische, das Leibliche kümmern. Auch das ist Aufgabe von Gemeinde Jesu Christi, zu sagen, wir müssen uns kümmern um das, was die Menschen brauchen. Das ist etwas ganz Entscheidendes, gerade dann, wenn sie in Not sind. Diakonie ist eine der wesentlichen Lebensäußerungen von Gemeinde Jesu Christi, gerade auch in der Zuwendung zu den Armen, zu den Bedürftigen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das gehört eben auch ganz selbstverständlich mit dazu. Wer im Glauben steht, wer die Liebe Jesu kennengelernt hat, der wird sie nicht nur im Zeugnis weitergeben, das ist selbstverständlich und das Wichtigste, aber das andere ist eben auch das, dass es in der Tat Liebe weitergibt, so wie Jesus eben selber auch getan hat. Er hat eben Zeugnis abgelegt vom Vater, er hat verkündigt, aber er hat eben auch gewaltige Taten getan, dass er sich den Kranken zugewendet hat, dass er Hungrige satt gemacht hat, dass er Blinde sehend gemacht hat, dass er den Aussätzigen, den Ausgegrenzten immer wieder seine Nähe geschenkt hat. Und das gilt es für uns auch in der Nachfolge Jesu stehend auch zu tun, dass wir uns so immer wieder den Menschen zuwenden, und zwar nicht nur als Einzelner, sondern eben auch als Gemeinde. Da ist es immer wieder wichtig auch, dass die Diakonie rückgebunden ist an eben die Gemeinschaft der Gläubigen und dass sie aus dem Glauben herauskommt und dass sie sich nicht, wie wir das hier in Deutschland erleben, zu so einer Art Firma entwickeln, wo dann Krankenhäuser betrieben werden, große Sozialeinrichtungen, die alle ihren Wert in dieser Gesellschaft haben, aber die häufig nur noch nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt werden und wo überhaupt nicht mehr das deutlich wird, dass die Verzahnung in der Gemeinde ist, diese Rückbindung ist verloren gegangen. Wir haben in Deutschland in Diakonie und Caritas über 800.000 Menschen hauptamtlich beschäftigt. Da muss man sagen, wenn 1% der deutschen Bevölkerung bei Kirchens arbeitet, Mensch, was müssten wir für blühende Landschaften haben? Das ist leider nicht so, weil diese Dinge zum Teil komplett getrennt sind und die Gemeinden entdiakonisiert sind nicht? Da hat man dann Diakoniebetriebe, die machen dann gegen Geld Dienstleistungen, die könnten auch Autos verkaufen, nicht nur um Kranke kümmern sozusagen. Aber die Gemeinde Jesu, die hat häufig gar keinen Anteil mehr daran, die Ortsgemeinde. Und das ist ein großes Problem, dass die Situation, die wir jetzt in Deutschland haben, mit diesen großen diakonischen Einrichtungen, die Entdiakonisierung der Gemeinde betrieben hat. Man sagt ja, das machen ja die und die und die. Früher, als ich da zum Glauben gekommen bin, da gab es fast in jeder Geschwister, in jeder Gemeinde noch so eine Gemeindeschwester. Die ging dann mehr oder weniger gegen Spende rum und besuchte die alten Leute, kümmerte sich in der Pflege. Da mag manches defizitär gewesen sein, aber diese Rückbindung an die Gemeinde und das Leben des diakonischen Auftrages ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn wir fragen nach Bedeutungsverlust von Gemeinde Jesu, von Kirche im 21. Jahrhundert in unserer Gesellschaft, ist das mit einer Antwort, nämlich diese Entdiakonisierung, die uns eine wesentliche Lebensäußerung in vielen Bereichen der Gemeinde genommen hat. Ein sechstes, was die Gemeinde Jesu braucht, ist der Gottesdienst. Das ist ganz wichtig. Da heißt es im Vers 46, sie waren einmütig täglich beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Man feierte Gottesdienst. Beim Gottesdienst feiern gibt es ja verschiedene Ebenen. Also im Gottesdienst dienen wir Gott, aber er dient uns auch. Und wir brauchen das als Christen so sehr, dass er uns dient. Wir unterscheiden auch als Theologen zwischen den verkündigenden Elementen, also den Elementen, wo Gott zu uns spricht, und den Elementen, wo wir zu ihm sprechen, den doxologischen, den lobpreisenden Elementen. Also es gibt einmal die lobpreisenden Elementen, die Gemeinde spricht zu Gott, also mit den Gesängen, mit dem Glaubensbekenntnis,
Das ist, wo die Gemeinde Gott ehrt und ihm dient. Aber im Gottesdienst dient Gott auch uns, wenn er uns sein Wort verlesen lässt, wenn er den Segen spricht, in der Predigt halt, auch wenn das ein Mensch spricht, aber Gott spricht da zur Gemeinde, Gott dient uns. Und das ist ganz wichtig, dass wir dieses brauchen, diesen wechselseitigen Dienst, sowohl vor allen Dingen das, dass Gott zu uns spricht, das ist das Wichtigste, aber auch, dass wir ihm die Ehre geben mit unseren Gesängen, dass wir ihn ehren. Das ist ganz wichtig, wir brauchen den Gottesdienst. Man kann nicht Christ sein, ohne Gottesdienst zu feiern. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute mir erklären, ja, Latzl, ich habe keine Gemeinde, ich gehe auch nicht mehr zum Gottesdienst, ich hangel mich so durch. Dann fehlt entscheidend, das Ähnliche ist, wie ich eben gesagt habe, bei der Diakonie. So kommt man auf Dauer nicht zurecht, dann fehlt entscheidend, dass wenn ich diesen Dienst an mir in der besonderen Gegenwart, den Gott eben da verheißen hat, wo zwei oder drei miteinander versammelt sind, schenke. Und das ist eben in der Gemeinschaft untereinander, das ist eben im Gottesdienst. Deshalb auch, wie ich eben sagte, die Liturgia, der Dienst, der Gottesdienst, etwas ganz Entscheidendes für die Gemeinde Jesu. Und dann siebtes und letztes, hier kommen wir wieder auf dieses Spezialthema von Lukas, das Thema halt mit Armut und Reichtum, die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Gläubigen braucht die Freiheit vom Geld. Es ist im Vers 45, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Hier wird ein christlicher Kommunismus ein Stück weit fast gelebt, also eine Solidargemeinschaft, so will ich es besser nennen, halt, die ganz wunderbar ist. Menschen schauen nicht mehr auf das, was sie haben, sondern sie schauen auf das, was ein anderer nötig hat. Es spielt nicht mehr die Rolle ich, sondern du. Das ist wirkliche Agape, das ist das, was Jesus gelebt hat, der sich für die Schuld der Welt hingegeben hat als Lamm Gottes. Agape, wirkliche Liebe. Nicht der Eros, der fragt, ich will mein Geld haben, mein Macht, mein Haus, mein Auto, sondern immer wieder der andere. Und um das zu haben, muss man Freiheit vom Geld haben. Das ist ein Thema, was die Apostelgeschichte durchzieht. Die Freiheit vom Geld. Also, wenn Sie das wissen halt, der Judas, da werden wir gleich zu kommen halt, der verrät Jesus um Geld. 30 Silbertaler, die er nimmt halt. Und deshalb wendet er sich von Jesus ab. Er hat keine Freiheit vom Geld, er ist vorher schon ein Betrüger gewesen und damit zum Verräter an Jesus Christus. Es ist eine Mahngestalt für uns immer wieder, um des Geldes nicht zum Verräter zu werden. Hananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5, das ist eine furchtbare Geschichte, wo zwei Menschen den Heiligen Geist betrügen, Gott betrügen, so ein bisschen was zurückbehalten. Geld ist ihnen so wichtig, ist ihr wirklicher Gott halt und sie, ist ein furchtbares Strafwunder, fallen tot um. Dagegen Barnabas, der seinen Acker verkauft als Levit, der da seine Begräbnisstätte verkauft, weil er eben in Jesus Christus eine neue Hoffnung hat und weiß, dass er ewig leben wird, deshalb sich nicht mehr um seinen Acker Gedanken machen muss halt, seinen Begräbnisacker, den verkauft und bringt alles Geld eben vor die Füße der Apostel. Oder denken Sie an den Simon, Apostelgeschichte 9, der Zauberer, der Magier, der da versucht von Petrus da die Gabe der Übermittlung des Heiligen Geistes abzukaufen halt, nicht? Also da auch wieder das Geld immer wieder. Oder Apostelgeschichte 3, als Petrus und Johannes in den Tempel gehen halt und dem Bettler eben genau das sagen. Das ist ein programmatischer Satz halt, nicht Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Das ist das Entscheidende. Die Gemeinde Jesu darf sich nicht ans Geld binden. Wer keine Freiheit vom Geld hat, der kann nicht als Gemeinde Jesu leben. Und glauben Sie mir, es ist etwas ganz Furchtbares, was der Widersacher tut. Der Widersacher kämpft und bekämpft Gemeinde Jesu an allen Ecken und Enden. Wenn Gemeinde Jesu sich neu bildet, dann ist es häufig eine blutige Verfolgung, dass er mit vielen Nachstellungen, mit Verhaftungen, mit Folter versucht, die Gläubigen davon abzuhalten, unter das Wort zu gehen. Aber wenn das irgendwann nicht mehr gelingt, dann hat der Widersacher eine andere Taktik rein, dann gibt er ihr Macht der Gemeinde Jesu, gesellschaftlichen Einfluss und schmeißt sie zu mit Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld. Und Geld korrumpiert. Geld an sich ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn jemand viel Geld besitzt. Er darf nur nicht reich sein. Er muss die Freiheit vom Geld haben. Und ohne Freiheit vom Geld kann ich Jesus nicht nachfolgen, kann ich die Gemeinschaft der Gläubigen nicht bilden. Auch das wieder Dinge, das wissen Sie, reiche Jüngling halt nicht zu sagen, wo das nicht übereinander geht. Alles Worte von Jesu halt. Ein Reicher nicht ins Reich Gottes kommen kann halt nicht. Funktioniert nicht, da geht leichter ein Kamel durch ein Nadelöhr halt. Und das ist etwas ganz wichtig, die Gemeinde Jesu braucht die Freiheit vom Geld. Und das nicht nur damals, sondern auch heute. Da
Das sind 7 Dinge, die ich hier benannt habe, die ganz entscheidend sind für uns als Gemeinde Jesu Christi, als Gemeinschaft der Gläubigen, die wir leben müssen, wenn wir wollen, dass unsere Gemeinschaft gesegnet ist. Und wenn wir diese Dinge nicht beachten, wenn wir dem keinen Wert schenken, wenn wir das nicht tun, dann werden wir sehen, wie unsere Gemeinde Schaden nimmt. Zum Thema Gemeinde, Gemeinschaft möchte ich noch mal etwas benennen, dass es eben unterschiedliche Gemeinde- und Gemeinschaftsmodelle gibt. Wir haben zwar eine Urgemeinde, aber diese Urgemeinde hat in der Entwicklung der Jahrhunderte der Kirchengeschichte zu ganz unterschiedlichen Herausbildungen von Kirchen und Gemeindeverfassungen, von Gemeinde- und Kirchmodellen geführt. Und alles Modelle, Kirchengemeinschaften, die sich eben auf diese Urgemeinde beziehen und die auch immer wieder Anteile darin finden. Es gibt im Wesentlichen 4 unterschiedliche Modelle von Gemeinden respektive von Kirchen. Es gibt ein hierarchisches Modell, es gibt ein episkopal-synodales Modell, es gibt ein presbyterial-synodales Modell und es gibt ein kongregationistisches Modell. Das hierarchische Modell. Hierarchische Modell sagt, eine Kirche, eine Gemeinde wird durch einen souveränen Geistlichen an der Spitze geleitet mit einer schwachen Beteiligung von Synoden. Solch eine Kirche ist beispielsweise die katholische Kirche oder sehr stark die orthodoxen Kirchen halt. Aber auch in freien Gemeinden finden Sie das zum Teil, dass es einen sehr starken Part gibt halt, wo die Geistlichkeit die Leitung hat halt. Also denken Sie an die apostolischen Kirchen, neuapostolische Kirche zu sagen. Da gibt es sogenannte Stammapostel oder sowas, die unglaublich stark sind halt, während die Beteiligung der Synoden relativ schwach sind. Und die berufen sich auch gerade dann auf die Apostelgeschichte, gerade auf die Stärke auch dann so des Apostelkonzils halt, wo dann Petrus, wo Johannes, Jakobus Leitungsfunktionen hatten halt und haben dort auch einen gewissen Anteil an dem, was eben in der Urgemeinde war. Das ist ein Modell. Zweites Modell, was es bis heute gibt, gibt es ein episkopal-synodales Modell. Episkopos heißt der Bischof und Synodos ist der gemeinsame Weg, also Synoden. Das heißt also, ein Bischof leitet die Kirche, wird aber von einer Synode begleitet, steht quasi unter der Synode, die wählt ihn auch und die Synode ist das verfassungsgebende Instrument. Also die altkatholische Kirche, die wir in Deutschland haben, ist zum Beispiel so eine episkopal-synodale Kirche oder manche Landeskirchen, zum Beispiel die kurhessische Landeskirche, halt ein starker Bischof, aber eben auch eine starke Synode, die da dabei steht. Da ist es dann häufig so, dass zum Beispiel der Bischof das Recht hat, Pfarrstellen auch zu besetzen. Also es ist nicht so in allen evangelischen Landeskirchen, dass die Gemeinde immer wieder die Hoheit hat, die Pfarrstellen zu besetzen. Ich war Vikar in der kurhessischen Landeskirche, da war es so, in einem Turnus durfte die Gemeinde wählen, im nächsten Turnus durfte der Bischof besetzen. Das hat manchmal Vor-, manchmal Nachteile halt, aber das zeigt eben dieses Modell sehr stark bischöflich-synodal. Dann gibt es presbyterial-synodal, dieses Modell. Das heißt, es gibt gar keinen Bischof halt. Ne? Es gibt meistens dann nur ein Präses, ein Vorsitzender einer Synode, ein Kirchtagspräsident. Das heißt, die Leitung wird basisdemokratisch vorgenommen, ohne mit einer leitenden Spitze, ohne einen Bischof halt. Das ist zum Beispiel die Westfälische Landeskirche oder sehr abgeschwächt auch hier bei uns in der bremisch-evangelischen Kirche, die ja stärker ein Kirchenbund ist, keine eigene Landeskirche als solches. Wir haben ja auch keinen Bischof, sondern hier einen Schriftführer halt. Das ist stärker eben presbyterial-synodal, das heißt ausgehend von den Gemeinden, die sind das Stärkste, sich eine Synode aufbaut bei uns hier in Bremen. Nennen wir das den Kirchentag. Und dann gibt es das kongregationistische Modell, das heißt, dass eine Gemeinde komplett frei ist von ihrer Leitung. Es gibt da nur maximal vielleicht einen losen Verbund mit einigen Gemeinden, aber dass man sagt, wir machen hier ganz komplett unser eigenes Ding. Wir sind keinem Verband angeschlossen, wir haben niemanden, dem wir unterstehen, wir gehen auch auf keinen Kirchentag, sondern wir alleine leben Gemeinde Jesu. Das erlebt man in den letzten 50 Jahren sehr stark, dass sich solche Gemeinden sehr stark in Deutschland neu gebildet haben. Halt, ne? Solche Gemeinden, die sagen, wir leben zur Ehre Jesu Christi, wir sind Bibelgemeinden, man gibt sich einen eigenen Namen und dann schaut man, wie man sich organisiert. Das hat manchen Vorteil, das hat manchen Charme, aber auch manchen Nachteil. Manchmal ist es wirklich gut und hilfreich, wenn man als Gemeinde auf einen vorgesetzten Geistlichen zurückgreifen kann, der helfend eingreifen kann, der beraten kann, gerade wenn es ein gläubiger Mann ist, etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Aber diese 4 Modelle haben alle ein Stück weit Anteil an dem, was in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Deshalb habe ich das nochmal vor Augen geführt. Man kann nicht sagen, ja, nur dieses letzte Modell sei so, weil man sagen muss, nein, also da ist es ja so gewesen, da gibt es schon Leitungsfunktionen. Als Paulus Probleme mit Petrus hat, da gehen die nach Jerusalem, besprechen Dinge halt. Also das ist nicht so frei halt, nicht? Und alle 4 Modelle, die ich hier vorgestellt habe,
vorgestellt habe, haben aber Anteile an dem, was in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Und wir leben heute in diesem breiten Miteinander in einer sehr unterschiedlichen, vielfältigen Form, wie Gemeinden eben ihre Verfassung gestalten, wie sie leben, wie stark die Geistlichen sind, wie schwach, ob es überhaupt Hauptamtliche gibt, all diese Dinge, das ist sehr frei, beruft sich aber alles auf die Apostelgeschichte. Ja, jetzt möchte ich einen Text mit Ihnen und euch noch betrachten zum Abschluss. Und zwar Apostelgeschichte 1, die Verse 12 bis 26. Das ist die Erzählung nach der Himmelfahrt, als es dann losgeht, unmittelbar vor Pfingsten. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120 und sprach, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hatte über Judas, der den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahm. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit. Aber er ist von rüber gestürzt und mitten in zwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakel Damach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin. Und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welche du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Ich möchte aus dieser Geschichte 5 exegetische Schlaglichter benennen. Erstens möchte ich etwas sagen über jünger Apostel, zweitens über die Einmütigkeit im Gebet, drittens über das Ende des Judas, viertens über den biblischen Wahlmodus und fünftens über das Kennen aller Herzen. Das Erste, jünger Apostel Zwölferkreis. Das ist nochmal ganz wichtig. Das Buch, das wir hier vor uns liegen haben, heißt ja Taten der Apostel, die Apostelgeschichte. Und hier werden die übrig gebliebenen 11 Apostel benannt. Jetzt fehlt ein Apostel. Der Judas, ist der Iskariot, ist gestorben. Da komme ich gleich noch zu. Und Petrus legt Wert darauf, ist das Sprachrohr hier, dass eben nachgewählt werden muss, damit diese Vollzahl, die 12-Zahl, erhalten bleibt. Es wird jetzt nicht genau gesagt, warum das gemacht wird. Wir können da spekulieren. Es liegt nahe, ähnlich wie das bei der 12-Zahl im Alpenbund gewesen ist, mit den Söhnen Jakobs halt. Als dann Josef rausfällt halt, gibt ja auch, also die Levi rausfällt, da wird ja der Stamm Josef aufgegliedert halt, in Ephraim und Manasse halt. Auch dort, dass die 12-Zahl erhalten bleibt. Und auch hier im neuen Bund die 12-Zahl eben der Apostel und Jünger. Wobei, das muss man unterscheiden. Wir haben hier den Zwölferkreis, das ist ein besonderes Leitungsgremium. Der Zwölferkreis ist etwas ganz Besonderes, in das dann der Matthias hineingewählt wird. Und dieser Zwölferkreis ist nicht nur Zwölferkreis, sondern das sind auch alles Apostel und auch alles Jünger. Also wer dem Zwölferkreis angehört, ist auch Apostel, ist auch Jünger. Deshalb ist es schwierig, wenn die Leute sagen, die 12 Jünger. Weil Jünger sind viel mehr. Hier sind ja schon 120 Leute zusammen. Das sind alles Jünger. Jünger sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Also auch ich bin ein Jünger Jesu. Auch Sie, wenn Sie gläubig sind, sind ein Jünger. Wir sind Jünger, aber wir gehören nicht zum Zwölferkreis. Wir sind auch nicht Apostel. Wir sind Jünger.
Jesus ist ja zu seinen Lebzeiten mit mehreren rumgezogen als nur mit dem Zwölferkreis. Das ist, sehen wir hier den Matthias, von dem haben wir in den Evangelien nichts gehört, halt zu sagen, halt, es sind mehr Menschen gewesen. Und auch der Barsabas, der hier ist, halt, auch von dem haben wir im Evangelium nichts gehört, halt. Aber die sind von Anfang an dabei gewesen, es ist eine größere Gruppe gewesen, aber eben nicht zugehörig zum allerengsten Kreis, zum Zwölferkreis. Vom Zwölferkreis muss man nochmal den Apostelkreis unterscheiden. Apostel heißt wörtlich Ausgesandte. Und Apostel sind Menschen, die A, Jesus persönlich berufen hat und den er persönlich auch und ausgesandt hat und denen er begegnet ist. Das sind natürlich der Zwölferkreis, da wissen wir auch um die Berufungsgeschichten, die uns zum größten Teil erzählt sind. Das sind aber auch andere Leute, wie zum Beispiel Paulus, von dem wir zumindest nicht wissen, dass er zu Lebzeiten irgendwann Jesu begegnet wäre. Erst nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, viel später, als die erste Gemeinde sich schon gebildet hat, verfolgt er die Gemeinde und dann begegnet ihm der Auferstandene und beruft ihn zum Apostelamt. Dieses Apostelamt ist aber ganz klar mit Zeit eben der Apostel, das heißt mit dem ersten Jahrhundert, zu Ende gegangen. Da ist das Ende der apostolischen Zeit. In dieser apostolischen Zeit geschehen auch noch durch die Apostel besondere Wunder. Die haben noch eine besondere Vollmacht. Die haben eine besondere Aussendung, da werden wir auch noch drüber sprechen, auch über die Wunder, die Petrus, die Paulus getan haben, zu der sie bevollmächtigt worden sind durch Jesus Christus. Diese Vollmacht haben die Jünger Jesu in dieser Macht nicht mehr heute. Wir haben auch Dinge, die uns gegeben sind durch die Gnade Gottes, aber eben nicht mehr, dass wir in dieser Vollmacht stehen, eben wie es Petrus und Paulus gemacht sind. Und immer Vorsicht, wo Leute das behaupten, nicht? Dass sie auch Apostelamt hätten innehaben, nicht? Dass sie auch persönlich ins Apostelamt gesetzt sind. Immer Vorsicht. Oder behaupten, sie hätten heute noch besondere Wundergaben, die sie ausüben könnten. Das ist ein Problem. Also das so viel zur Jünger, Apostel, Zwölferkreis. Ein zweites exegetisches Schlaglicht, die Einmütigkeit im Gebet. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, heißt es hier im Vers 14. Einmütigkeit. Wenn Sie mal Ihre Konkordanz bemühen und nachschauen unter dem Wort einmütig, dann werden Sie feststellen, dass das ein Wort ist, das dem Apostel, das dem Lukas sehr gut gefallen hat, denn er verwendet es sehr häufig. In Bezug auf Gemeinde, aber auch auf die Gegnerschaft manchmal halt. Also es kommt sehr häufig in der Apostelgeschichte vor. Aber es wird immer wieder eben auch über die Einmütigkeit im Gebet gesprochen. Einmütigkeit, die Gemeinde Jesu hat. Auch die Beschlüsse, die sie fassen. Immer wieder ist es von Einmütigkeit die Rede. Also nicht nur hier in Apostelgeschichte 1,14, auch Apostelgeschichte 2,46, Apostelgeschichte 4,24, Apostelgeschichte 5,12, Apostelgeschichte 15,25. Einmütigkeit. Und das ist eine große Stärke der Gemeinde Jesu, dass sie einmütig ist. Übrigens, das liegt auch in der Natur der Sache. Wenn ich zu Jesus Christus gehöre, werde ich Glied an seinem Leib. Das heißt, dann sind wir eins in Jesus Christus. Und wenn wir eins sind, ein Leib, dann ist selbstverständlich das, was wir denken, sehen, trachten und auch entscheidend, wenn es denn im Geist ist, auch einmütig. Es ist übrigens in vielen Landeskirchen bis zum heutigen Tag so, auch in vielen Gemeindeordnungen, in freien Gemeinden, dass vom Kirchenvorstand, vom Presbyterium, vom kirchenleitenden Organ Einmütigkeit verlangt wird. Und es kann ja schlechterdings nicht sein, dass, wenn eine Entscheidung im Heiligen Geist getroffen wird, dass dann ein Drittel so entscheidet, ein Drittel so, ein Drittel so. Nein, Einmütigkeit, auch in Verschiedenheit, das werden wir sehen nochmal beim Apostelkonzil, da gibt es zwei unterschiedliche Auffassungen darüber, wie mit Beschneidung umgegangen wird. Aber man kommt zu einem Ergebnis, das einmütig ist. Auch wenn es dann eine Verschiedenheit dokumentiert, wie Petrus in seinem Bereich, respektive Paulus in seinem Bereich damit umzugehen hat. Einmütigkeit ist wichtig, weil wir eins am Leib Jesu Christi sind. Und das ist auch das, was Jesus erbittet für die Gemeinde. Im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, betet er, dass sie eins seien in ihm halt, so wie der Vater und der Sohn eben eins sind. Das ist etwas ganz Wichtiges, die Einmütigkeit. Und ich habe das deshalb betont, weil das etwas ganz Wichtiges ist für unsere Gemeindearbeit, Einmütigkeit. Das ist manchmal nicht ganz einfach und setzt längeres Beten, längeres Ausharren und Geduldigsein voraus. Aber es liegt großer Segen auf Gemeindeentscheidungen, wenn sie denn einmütig sind. Und da kann ich immer wieder Mut machen, auch für Geschwister, die Verantwortung tragen, sucht immer wieder um Einmütigkeit in Entscheidungen, was die Gemeinde angeht. Ein drittes Schlaglicht, das Ende des Judas. Da werde ich immer wieder nachgefragt, wenn mich Geschwister anschreiben, dass sie sagen, Herr Latzel, ich bin ja gläubiger Christ, aber ich habe so ein paar Problemchen. Und das ist so eine Bibelstelle, die wird immer wieder gesagt, ja, dass vermeintlich das Ende des Judas unterschiedlich in der Bibel berichtet würde.
Wir haben einmal hier den Bericht in der Apostelgeschichte, wo eben gesagt wird halt, nicht, er ist vorübergestürzt, mitten in zwei geborsten halt, und er hat einen Acker erworben für den Lohn seiner Ungerechtigkeit. Wenn wir den Bericht bei Matthäus lesen, ich lese ihn einmal kurz vor, da heißt es dann, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn, brachte die 30 Silberlinge den Hohepriester und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, es ist unschuldiges Blut verraten worden. Sie sprachen, was geht uns es an, da sie zu. Er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die Hohepriester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir es in Gotteskasten legen, und sie kaufen dann eben den Töpferacker als Ackerstätte. Ich frage mich dann immer, wo ist denn da der Unterschied? Was kann man denn hier nicht in Einklang bringen? Die Frage, wenn Petrus hier sagt, er hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit. Nun, wie er den erworben hat, hier ist ja nicht gesagt, er ist selber hingegangen, hat ihn gekauft, so direkt, sondern zu sagen, das kann ja ein Bild sein, das Paulus genau hier gebraucht, zu sagen halt nicht, er hat quasi mit dem Geld, was er bekommen hat, letztlich einen Friedhof bekommen. Das ist der Hintergrund dieser Aussage, zu sagen, er hat den Acker erworben mit seiner Ungerechtigkeit. Das ist genau das, was Paulus zum Ausdruck bringt, was für mich genauso eben auch in der Matthäusgeschichte beschrieben ist. Und auch die Frage seines Todes, das einmal heißt, er ist vorübergestürzt und in zwei geborsten, die Eingeweiden sind rausgekommen und er ist erhangen worden, ist für mich in keinster Weise ein Widerspruch. Also es ist so, ich bin ja Jäger, und wenn man dann mal ein Tier gefunden hat, was schon 2-3 Tage tot ist, dann wird man sehen, dass der Bauch, dass die Gedärme unglaublich sich aufgebläht haben halt, einfach weil durch die Verdauungsvorgänge, durch den Zersetzungsprozess, das biochemisch weitergeht. Das kennen Sie vielleicht auch aus YouTube-Filmen, wenn dann irgendwo ein angeschwemmter Wal ist, wenn man dann reinsticht, dann explodiert er richtig. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, Judas hat sich erhangen, er ist also tot, ein Toter galt bei den Juden als unrein, der wird auch nicht der Erstbeste ihn abgehangen haben, und er wird in dieser Hitze unter Umständen mehrere Tage gehangen haben, bis man ihn gefunden hat. Vielleicht auch nur 2 Tage, aber das reicht schon halt. So, und jetzt will man ihn vom Baum abschneiden, der hängt vielleicht da so in 3 Meter Höhe, 2 Meter Höhe, ich weiß es nicht, aber wenn der dann schon aufgedunsen ist und aufgeplatzt, so richtig Druck hat, und die schneiden den ab und der fällt aus 2-3 Meter runter, schlägt auf den Boden, dann platzt der auf. Das ist etwas ganz Natürliches, dass das entsprechend da ist, dass diese Beschreibung hier für mich also da so ein Stück weit klar ineinander geht. Ich möchte das einfach nochmal deutlich sagen, also dass diese Dinge ausdrücklich da miteinander kompatibel sind, in keinster Weise sich widersprechen halt, das ist in keinster Weise so. Wichtig ist, dass das furchtbare Ende, das Judas hier beschrieben wird, und dass er eben für sein Geld, was er bekommen hat, letztlich nur einen Friedhof kriegt. Das muss man mal sagen, das ist auch so ein starkes Symbol. Wenn du dich auf Geld verlässt, wenn du Geld statt Jesus annimmst, halt nicht, dann ist Friedhof, dann ist der Tod dein Ende, das ist ganz klar. Das Ende des Judas. Ein viertes exegetisches Schlaglicht, der biblische Wahlmodus. Das wird hier ja beschrieben halt, man hat dann 2 Männer. Wichtig, erst wird gebetet, so heißt es hier in Vers 24, 6, sie beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Dieser Wahlmodus ist von einem geprägt, erstens vom Gebet, und das ist das Allerwichtigste. Wenn man Entscheidungen zu treffen hat, und will die biblisch machen, will Gott wohlgefällig sein, ist das Gebet das Allerwichtigste. Das Beten halt zu sagen. Und sie beten hier. Dann aber muss eine Entscheidung getroffen werden zwischen 2 Personen, die beide auch geeignet scheinen, die Kriterien erfüllen, die Petrus hier benannt hat. Und dann wird etwas gemacht, was im alten Bund verbreitet war, nämlich das Los zu werfen. Sie wissen das sicherlich, dass der Hohepriester im alten Bund an seinem Kleid, an dem Ephod halt eine Tasche hatte auf der Brust, und da waren die sogenannten Lossteine drin, Urim und Tumim. Urim und Tumim heißt so viel übersetzt aus dem Hebräischen wie Licht und Recht oder Lichter und Vollkommenheit. Und diese beiden Steine hatten unterschiedliche Farben. Und mit diesen beiden Lossteinen in der Brusttasche hat der Hohepriester, wir wissen es nicht ganz genau wie, aber so im Ausschlussverfahren ja, nein, je nachdem welcher Stein gezogen wurde als erstes, manche Entscheidung herbeigeführt. Sie können das nachlesen, zum Beispiel als Saul zum König gewählt wird. 1. Samuel 10 wird berichtet, wie das Los dann erst auf den Stamm Benjamin fällt, dann auf das Geschlecht Matri, dann auf den Sohn Kisch und schließlich auf den Sohn Saul von Kisch halt. Sozusagen auch über diese Lossteine, oder als bei der Eroberung Ais Achan da sich am Verbannten vergeht, um dann rauszufinden, wer der Täter ist, wer dann schließlich getötet wird, wird auch Achan entsprechend über den Loswurf entschieden. Erst wird der Stamm Juda ausgelost, dann
das Geschlecht der Serachiter, dann die Familie Sabdi und da eben der Achan halt. Dieser Losstand, und das wird eben hier auch gemacht, das ist das Verfahren des alten Bundes, wo man eben nach dem Willen Gottes gefragt hat. Jetzt möchte ich warnen Christen, die sagen, ja, wenn ich das hier lese, ja, so werde ich demnächst auch meine Entscheidungen treffen. Ich fertige mir auch jetzt so zwei Ja-Nein-Steine ein, so meine eigenen Urim und Tumim, und da werde ich demnächst auch Entscheidungen machen. Kaufe ich mir einen Opel oder kaufe ich mir nun einen Ford halt? Ne? Heirate ich diese Frau oder die andere Frau oder sowas? Nehme ich diesen Job an oder bleibe ich in meinem alten mit diesen Dingen? Da möchte ich vorwarnen, im neuen Bund haben wir diese Lossteine nicht mehr. Wir haben im neuen Bund etwas anderes, das ist das Wort Gottes. Wenn wir im neuen Bund danach fragen, wie der Weg Gottes ist, was eine Entscheidung Gottes ist, das erste und wichtigste, das Gebet. Das zweite ist, wir gucken im Wort Gottes, was das Wort Gottes sagt. Wir gucken auf das, was Jesus Christus getan hätte, wenn er denn leben würde und unsere Entscheidung stehen würde. Wir fragen Brüder und Schwestern, wie sie zu handeln haben, was möglich gewesen ist. Wir schalten unseren normalen Verstand ein. Das ist der Weg, wie wir eine Entscheidung treffen. Aber wir gehen nicht mehr hin und fangen an, irgendwelche Dinge zu machen, die im alten Bund praktiziert worden sind. Wir dürfen hier nicht vergessen, wir sind hier noch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, sind so ein Stück weit noch halb im Alpenbund drin mit seinen Entscheidungen halt. Aber das, was zukünftig kommt, wird eben dann durch die Schrift und durch den Heiligen Geist geleitet und geführt und im Gebet. Also das ist ganz wichtig. Der Wahlmodus auch heute, also wenn wir beispielsweise einen Pfarrer wählen, ist das erste und wichtigste das Gebet. Und dass wir dann gucken nach der Bibel, passt dieser Mann, ist das wirklich ein gläubiger Mann? Das sind die Entscheidungen, die wir zu treffen haben und nicht über irgendwelche fingierten Dinge, die heute nicht mehr im Neuen Bund gelten, wie manche Dinge im Neuen Bund nicht mehr gelten, ob das die Beschneidung ist oder irgendwelche rituellen Opfer, die wir nicht mehr zu bringen haben. Ein fünfter und letzter Schwerpunkt aus dieser Geschichte, eine ganz wunderbare Stelle. Sie beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst. Apostelgeschichte 1, 24, Herr, der du aller Herzen kennst. Das ist eine ganz wunderbare Umschreibung dessen, was Gott ist und was er tut. Er kennt aller Herzen. Das Herz der beiden, die gewählt werden dort, halt, die zur Wahl stehen. Er kennt das Herz aller derer, die da versammelt sind, die 120 Leute, die zusammen sind. Er kannte das Herz des Paulus, das Herz des Petrus. Er kennt mein Herz und dein Herz. Gott kennt alle Herzen. Das ist nicht nur eine singuläre Erwähnung hier bei Lukas, immer wieder berichtet die Bibel davon, 1. Samuel 16 beispielsweise, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Also das ganz Tiefes, ganz Wunderbares, wissen zu dürfen, dass der Herr mein Herz kennt. Das ist einmal etwas, was mir ganz wichtig ist für meine Buße und mein Schuldbekennen. Ich kann von meiner Gemeinde, von meiner Frau, vor Dingen, Menschen vieles verbergen halt, aber vor Gott nicht. Der kennt jeden schlechten Gedanken, alle meine Regungen, alle meine Windungen. Und wenn das so ist, dann kann ich ihm wieder auch, muss ich auch immer wieder alles offen hinlegen. Er weiß ja eh um alles. Aber das Gute ist nicht nur, was meine Schuld und Sünde angeht. Er weiß auch um all meine Ängste, all meine Sorgen, all die Dinge, die ich auch vielleicht nicht anderen zeige halt, aber der Herr kennt sie. Der Herr kennt alle Herzen. Er weiß auch um all meine Wünsche, all das, wonach ich mich sehne. Und das Gute ist ja, wir haben einen uns liebenden Vater. Und wenn das einfach unser Gott ist, der alle Herzen kennt, dann darf ich ganz getrost immer wieder nach vorne gehen, weil ich weiß, ich bin in seinen Händen geborgen und er weiß um alles, was mich bewegt, was mich umtreibt, noch ehe ich es ihm sage, weil er eben der Gott ist, der aller Herzen kennt. Das ist eine ganz wunderbare Beschreibung von Gott, Herr, der du aller Herzen kennst. Deshalb da noch auch noch mal ein kleiner exegetischer Leuchtpunkt drauf gesetzt. Ja, soweit so gut. Die erste Bibelstunde, auch heute leider nicht direkt live übertragen bei YouTube. Ich hoffe ganz inständig, dass wir dieses Problem in den Griff kriegen. Und möchte Sie, bevor wir gleich zusammen beten und ich Ihnen Segen zuspreche, halt noch einladen zur nächsten Stunde. Das wird dann nächsten Mittwoch sein. Da wird es gehen um den Beginn der Diakonie. Wir werden am Sonntag Gottesdienst hier haben um 10 Uhr. In dem Gottesdienst werde ich predigen am Pfingstsonntag und am Samstag wird unser Jugenddiakon Paul Koch ein neues Video für die Jugend einstellen. Ich möchte noch gerne mit Ihnen zusammen beten. Ihr lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns in deinem Wort klar sagst, was deine Gemeinde braucht. Danke, dass du die Dinge uns so eindeutig vor Augen stellst und danke, dass die Apostelgeschichte so eine Fundgrube ist für das, was unsere Nachfolge und unsere Existenz in Gemeinde betrifft. Ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen, der jetzt dabei gewesen ist, um deinen Segen, deine Behütung, deine Bewahrung. Ich möchte dich bitten für all diejenigen Geschwister unserer Gemeinde, die vor einer schweren Zeit stehen, um dein Mitgehen, deine Behütung.
für die Kranken, für die Einsamen, für die Trauernden. Wir wollen dich insbesondere für Viktor Frank bitten einfach, der jetzt krank im Krankenhaus liegt, Herr, der da beatmet wird, Herr, segne du in besonderer Weise, dass du ihm Gesundung schenkst. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die vor einer Operation stehen, um deine Hilfe, deine Behütung, deine Bewahrung. Und wir wollen dir Dank sagen, Herr, dass du der Gott bist, der alle unsere Herzen kennt, Herr, der sieht, was wir brauchen und der sich als liebender Vater um uns kümmert. So wollen wir uns mit all dem, was wir sind und haben, dir anbefehlen, mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen, euch allen noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.